So, herzlich willkommen zurück zu Mein Test für Active Server Let's Play, Folge 262. Doch, müsste das 262? Ist doch egal. Ja, ich habe erfolgreich vergessen, dass meine Backpacks noch voll sind. Das heißt, wir werden jetzt mit vollen Backpacks ins Lager gehen, damit ich dann feststellen kann, dass sie noch voll sind. Ja, genau so. Ding, dong, ding, dong. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Man müsste hier einfach so ein Metronom noch einbauen, ne? So, ding, dong. Wäre eigentlich auch geil, ne? Man kann zwar hier so eine, ne, bei dem Ladescreen kann man ja eine benutzerdefinierte Textur verwenden. Zum Beispiel eine Schrotflinte. Nee, das war, ne? Also zum Texture Pack, zum Texture Pack. Aber wäre halt geil, wenn man da auch noch so eine, dass man das komplett customisieren kann. Also ja, quasi anpassen kann, dass man doch sowas wie, weiß nicht, irgendein Ladekreisel oder ein Porno einbauen könnte, der dann abgespielt wird oder irgend sowas. Bitte was? So, genau, Backpacks. Schneller Thema wechseln. Ich habe nichts gesagt, gar nichts. Ich war immer freundlich. Zu meinen Waifus. Waifus. Meine Sprache verlässt mich mittlerweile auch. Sehr schön. Mann, diese Türen. Alter. Ich hab doch gesagt, die gehen mir früher oder später auf den Sack. Gibt's doch gar nicht. Okay, alles leer. Sehr schön. Perfekt. So, dann ab zur nächsten Runde. Mal gucken, ob wir das nächste Viertel des Lagers müssten wir eigentlich sogar ein Stück wegbekommen. Weil da haben wir ja kaum Kisten, die voll sind. Also, die nicht mal ein Upgrade haben und trotzdem nicht voll sind. So formuliert. Das heißt, das sollten wir eigentlich alles relativ easy wegschaffen. Ich muss nur dran denken, dass ich erst mein Inventar quasi, ne, so wie ich vorhin gesagt hatte. Oh, was ist denn scheiß Kabel hier, Alter? Was ist los? Ich bin hängen geblieben. Dass wir quasi erstmal alles einmal nehmen, damit in meinem Inventar eine richtige Reihenfolge drin ist. Wobei, gut, hier ist alles leer. Das heißt, ich nehme erstmal 4 Stöcker mit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber damit wir ja nicht durcheinander kommen, mache ich es genauso, wie es hier ist. Oh? Ah? Okay, ich hasse mich jetzt gerade selber. Aber wenn man etwas macht, muss man es auch durchziehen können. Oh Gott, was tue ich hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es nicht bereuen. Es ist zwar dumm, aber übersichtlich dumm. Ich meine, gut, ganz ehrlich, die Dinger hier, die 6 könnten wir eigentlich rauslassen. Ich meine, da wissen wir ja nun wirklich, dass da ein Fach frei ist, also unbelegt ist, unbelegt war. So, sehr schön. Und schon sind wir wieder voll. Sehr schön. So, das Ganze ging jetzt bis da. Nee, oder? Kiefernadeln? Kiefernadeln. Wie sagen wir Kiefernadeln zweimal? War hier unten nicht was anderes? Doch eben die normalen Laubblätter. Warte mal ganz kurz. Da war der Stock. Die Stock habe ich auch im Arsch. Hellgrün, hellblau, Nadeln. Ach, ich habe Kiefernadeln zweimal. Was ist denn hier los? Achso, weil die Kiste hier voll war. Alles klar, alles klar. Okay, gut. Stimmt ja, die hatte ich ja da nur temporär reingepackt. Das heißt, da ist eigentlich auch noch belegt. So müsste das eigentlich sein. So war das. Gott, Alter. Fängt ja gut an. Echt. Bin von mir selbst begeistert. Ich glaube, ich möchte einfach nur sterben. Wisst ihr was? Wenn wir sowieso schon die ganzen Dinger hier drin haben, können wir die eigentlich auch einfach mal als Grenze benutzen.
So, dann haben wir quasi hier, nein, das war genau falsch, aber quasi hier die ersten 12 Felder, ne? Immer für zwei, ne? Und dann können wir quasi ab hier dann, ne? Eingabe-Ausgabe-Puffer. Okay, die können wir quasi hier immer, ne? Eingeben, klar. Einnehmen und dann quasi von den Eingabepuffer in den Memory schieben. Wobei der Puffer ja auch ein Memory ist. Ist jetzt aber gerade für das, was ich gesagt habe, unwichtig. Nein, nicht abbauen. Also, für die Kids und euch. Wenn ein Computer und ein anderer Computer zusammen sind, dann schließen sie ein USB-Kabel an sich an. Und dann kommen ganz viele kleine Computers raus. So funktioniert die Welt. Ja. Gott, wie viele Blätter das aber auch sind, Alter. Ist ja heftig. Dann werden wir hier auch bald wieder Upgrades brauchen. That's for sure. Ja, und damit sind alle Taschen voll. Herzlichen Glückwunsch. So, gucken wir mal, wo wie viele Upgrades drin sind. Hier oben waren keine drinne, hier waren keine drinne, hier waren keine drinne, gar keine? Ja gut, ist okay, Wunder, dass die Kiste hier so schnell vollgelaufen ist. Dann weiß ich aber zumindest schon mal, wo wir die nächsten Upgrades reinklatschen, und zwar genau in diese Nadelkiste da. Nadelnkiste. Ich glaube, die wird es brauchen. Wollen nochmal sowas umscheffeln, will ich nicht machen. Ich hatte sie nur da gemacht, weil wir sowieso jetzt umräumen. Und sich damit nicht gelohnt hätte, da jetzt nochmal ein Upgrade reinzuklatschen. Ach, ich wünschte so sehr, wir könnten sprinten, ey. Kann mir nicht irgendjemand mal eine gute Mod empfehlen? Eine Sprint-Mod, die einfach funktioniert? Also mit und mit Anzeige? Ich meine, gut. Meinetwegen auch ohne Anzeige. Aber dann auch keine eigene Anzeige. Weil ich hatte auch damals eine andere Sprint-Mod gefunden, hatte ich ja glaube auch erzählt gehabt, die quasi unabhängig von der Hood-Mod war, aber die hat dann halt selber auch unten so eine Anzeige hinzugefügt, die dann aber nicht mehr ins Bild gepasst hat, weil es halt optisch, ne, das hat dann nicht mehr harmoniert. Deswegen also entweder eine Sprint-Mod, die mit Hood-Bars funktioniert, also dieser Hood-Bars-Mod von Wuzi, oder aber die gar nichts anzeigt, sondern einfach nur Sprint erlaubt. Das ist irgendwie alles nicht so geil. Nein, dahin. So, jetzt hier nochmal gleiches Spiel. Du nach da. 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 So, die Reihe hier. Genau, die Reihe hier war frei und hier kamen die Blätter hin. So, perfekt. Achso, ich schon wieder. Die Stöcke wollte ich doch gar nicht mehr reinpacken. So. So macht das Ganze Sinn. Sehr schön. So. Die beiden Upgrades klatschen wir nämlich jetzt gleich mal hier bei den Nadeldingern rein. Kann sein, dass ich die bei dir vertauscht hatte. Die Nadeln waren noch links, oder? So. Keine Ahnung, ob sie so war, so rum waren oder nicht. Jetzt sind sie auf jeden Fall so rum. So bin ich glücklich. So kann ich heute Abend zufrieden ins Bett gehen. Blätter, soweit das Auge reicht. Oder vielmehr Nadeln. So. Sehr schön. Das hat doch gut funktioniert. So, dann nehme ich euch nämlich gleich mal als Grenze hier. Taschen sind jetzt alle leer, oder? Ach, natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum sollten sie auch? Das wäre viel zu einfach. Ich hab die Hälfte vergessen. Gott, wie viele Nadeln! Die Nadeln wollen mich nageln. Bitte nicht.
dann, auf zur nächsten Runde. Dann haben wir, wie wir vermutet, ne, das zweite Viertel mit einem einzigen Spaziergang abgeschlossen. Bei der anderen Seite, da müsste die hintere Hälfte quasi auch in einem Durchgang abzutransportieren sein. Bei der vorderen Hälfte bin ich mir aber fast... Also, eigentlich nein. Ich wollte gerade sagen, da bin ich mir fast nicht sicher, aber fast nicht sicher, das ist... Ich bin mir nicht sicher, ob ich sicher bin. Ja, danke. Danke. So, arbeiten wir von links oder von rechts? Die Sache ist die... Ich glaube, wir arbeiten tatsächlich hier von rechts, fangen aber in unserem Lager trotzdem links an. Das ist quasi das, was hier vorne ist, in unserem Lager später auch vorne ist. Oder wir machen es ganz clever. Ich fange unten in dem Lager nicht links an, sondern fange tatsächlich auch rechts an. Das heißt, es ist genauso, denn wie es hier ist. Dass es auf der rechten Seite halt losgeht. Ja. Ich glaube, genauso machen wir das. So, dann würde das bedeuten, dass wir erstmal 200... 1000... Ja, ich sag ja, hier müssen wir definitiv öfters laufen. Das wird nicht funktionieren. So. Wow. Wie halt einfach ein einziger Reiskorn nicht mehr reingepasst hat. Willst du mich ruinieren? Danke. Hä? Hallo? Hab ich jetzt was Falsches? Ist doch Reis. Hä? Verstehe ich nicht. Achso, ja. Muss natürlich erstmal hier ein bisschen umpacken. Siehst du, ich könnte doch das hier noch als Lagerkapazität benutzen, fällt mir gerade mal so ein. Wäre vielleicht eine Idee, weil craften tun wir jetzt eh nichts. Von daher. Warum nicht? Das wird halt voll Sinn machen und so. Und schon wieder voll. Dankeschön. So. Okay, kriegen wir ja die erste Hälfte der rechten Seite ja auch fast in einem Durchgang weg. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das ist ja lol. Das läuft ja besser als gedacht. Ich kann übrigens mal die Anlage noch mal durchstarten. Vielleicht jetzt zu klicken, macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Nur, dass falls sich hier noch irgendwas in den Rohren befinden sollte, was wir nie abtransportiert haben, dass das dann jetzt auch wirklich hier eingearbeitet wird und wir es dann später nochmal finden. Weil jetzt ist ja alles leer. Warum sind hier immer noch Blätter? Ich hasse mich gerade ein kleines bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. Die bleiben einfach liegen. Fürs Rest ihres Lebens. So, genau. Gut, dann mache ich mal hier doch, dann verschiebe ich die Grenze doch noch mal ein bisschen. Und noch ein bisschen. Dann haben wir zumindest schon mal die Ordnung. Noch mal 6 bekommen, doch. Was aber gerade überhaupt keinen Sinn macht. Ich lasse mal lieber so. Sonst habe ich keinen Eingabepuffer mehr. Und ich brauche Eingabepuffer. Ohne Puffer mache ich Eingabebums. Vor allem mein Hirn macht Bums. Bumswalderer. Da. Boah, Alter, 2000 Blaubeeren, Alter. Das reicht ja für die nächsten 30 Jahre. Das ist heftig.
Na komm. Hallo? Achso, voll. Ja, dann wie gesagt. Nein. Das da. Reicht aber trotzdem nicht. Fuck. Wir haben definitiv zu viele Blaubeeren. Definitiv zu viele Blaubeeren. Weißt du was? Dann mache ich doch noch mal. Schiebe ich die Dinger noch mal zurück. Dann kommst du nach. Ist das richtig? Eine 6, 6, 6. Genau, das ist richtig. So. Sehr schön. Ich habe noch trotzdem zwar nicht die erste Hälfte, aber kommen wir jetzt auch weniger durcheinander. Das ist doch schon mal was. Ey, da könnten wir es jetzt doch noch in der Folge schaffen. Nice. Dann haben wir das Lager umräumen doch in dieser Folge, also in dieser Woche jetzt komplett geschafft. Ne? Also das neue Lager einweihen quasi damit. Wo kommt die Wand auf einmal her? Ich schwöre, die war früher noch nicht da. Halt, in die Richtung. So. Es gibt ja zum Glück immer noch die Overflow- und Underflow-Technologie. Naja, nicht wirklich Technologie, aber das systematische Benutzen von Overflows und Underflows. Na? So, zum Beispiel. Hat doch perfekt funktioniert. So, dann fangen wir am besten einfach mal hier an, weil das sind auch die letzten Sachen, die wir mitgenommen haben. So, auch noch ein paar Blaubeeren hier, sehr schön. So, dann erstmal unser Crafting-Inventar hier ein bisschen zurecht craften. So, dann kommen die Taschen. So. Oh, so viel Ananas. Ich wünschte, ich hätte im echten Leben so viel Ananas. Das wäre geil. So, was noch da? Sehr geil. Achso, halt. So. Siehst du, das ist halt das, was ich meinte. Wir brauchen gar keine automatische Einsortierung mehr. Das geht hier so viel schneller. Bam, fertig. Da hätte es selbst, das alles einfach in eine Kiste umzuschaffeln. Weil da hätten wir dann die ganze Zeit mit der Shift hier raufklicken müssen. Selbst das hätte länger gedauert, als es einfach hier einmal durchzugehen. Also, ja. Außerdem, es macht halt viel mehr Spaß, die Sachen doch ein bisschen selber zu gucken, wo ich was hinmachen muss. Es hat halt schon so ein, ne? Schafft halt ein bisschen Abwechslung. Oh Mann, Alter, ich bin froh, dass. Ich glaube, nach der Aufnahme mache ich erstmal Pause. Ey, das ist. Heute so wechselnd, mal bewölkt, mal sonnig. Welcher Körper soll das mitmachen? Hm? Ich habe schon einen göttlichen Körper. Also, gerne, hätte ich einen, aber das sind Details. So. Achso. Ja, komm, hier, mach ich mal zurück, weil ich muss ja erstmal hier das machen. Ja, jetzt habe ich dezent ein Problem, weil genau das nehme ich. Gut, bei denen, die esse ich ja nicht, oder? Doch, die esse ich auch. Scheiße. Gut, dann mache ich einfach so hier, ganz ehrlich. Fuck off.
Das wird auch total dämlich. Was tue ich hier eigentlich gerade? Okay. Fuck off. Weg, weg. Danke. Hä? So. Perfekt. So. Jetzt hab ich 6, 6, 6. Passt perfekt. So. Achso, jetzt habe ich natürlich immer noch das gleiche Problem wie gerade eben. Du musst leider etwas extra geextrat werden. Ach komm. Fick die Henne. Fick die Henne. Hätte ich viel davon, bitte. Blau-rot, blau-rot, blau-rot. Oh, meine Inventar schon wieder voll. Backpack. Oh, komm, Alter. Aber es sieht so aus, als wenn wir es jetzt im einen Durchgang schaffen würden. Das freut mich doch schon mal. Dann mache ich dann nachher höchstens nochmal Durchgang, gucken, ob wir doch noch irgendwo irgendwelche Upgrades drin rumfliegen, die ich dann natürlich entfernen möchte. Und dann haben wir es weit geschafft. Alter, wie viele Zwiebeln wir halt haben, Alter. Boah. Das ist aber schon echt heftig. Okay, könnte durchaus sein, weil wir jetzt so viele Zwiebeln und Zwiebeln und Knoblauch haben. Okay, ich glaube, wir schaffen es doch nicht in einen Durchgang. Das ist ja hier scheiße an wie viel Zeug. Holy shit. Na gut. Dann haben wir wohl ein paar Minuten Überlänge. Scheiß drauf. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Also genau, nochmal Durchgang mit den Dwarven, gucken, ob da irgendwelche Upgrades noch irgendwo drin rumschlummern. Andererseits, selbst wenn, ist mir das eigentlich auch egal. Aber eigentlich dürften nirgendwo Upgrades drin sein, weil wir haben nirgendwo so viel. Weil Upgrades brauchen wir ja erst ab 3600. Und so viel hatten wir noch bisher noch nirgendwo. Sollte also eigentlich unnötig sein mit den Upgrades. So, jetzt habe ich natürlich vergessen, dass ich hier auch wieder hätten was reinpacken können. Egal. Was tue ich hier gerade? Sehr schön. So, damit haben wir zumindest ordnungstechnisch schon wieder alles wiederhergestellt. Geil. Finde ich voll geil. Sehr geil. Nice. So, und jetzt, was haben wir zuerst? Wir haben Champignons, Quatsch. Irgendwas halt. So. Nein, das da. Bitte nicht essen? Okay. Die zurückgepackt hat. Nur bescheuert. Dankeschön. So, genau, die Tasche ist leer. Jetzt kommt die hier. Da. Ach komm. Tomaten.
Ich glaube, habe ich schon mal gefragt, ne? Aber trinkt einer von euch eigentlich Möhrensaft? Ist das noch so ein Ding? Weil ich weiß, ich habe früher Möhrensaft sehr gerne getrunken. Also heute vielleicht auch noch, wenn, aber ich habe es halt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, ich bin jetzt auch nicht so nach der Suche, auf der Suche nach sowas und in Getränkabteilungen halte ich mich auch nicht so sehr gerne auf. Von daher, vielleicht habe ich da einfach nur, ne? Aber ich weiß noch früher, als ich auf der Highschool war, Spaß, als ich auf der Schule war, da habe ich sowas, wobei, nee, es war eher damals Grundschule. Eben, ist ja schon ein bisschen länger her. Da habe ich sowas extrem gerne getrunken. Da war ich ja noch damals mit Anita zusammen. Und ja, als ich immer zu ihr gefahren bin, weil sie hat direkt neben so einem Getränkeladen gewohnt. Und ja, da habe ich mir dann meistens, als ich dann auf dem Bus gewartenerweise im Laden die Zeit vertreten habe, dann auch Möhrensaft gekauft. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Aber gut. Ich habe jetzt schon wieder von hinten nach vorne, Alter. Scheiß Backpacks. Dankeschön. Ach, bin ich froh, wenn wir das jetzt gleich geschafft haben hier. Das ist ja. Holy moly, ey. Ich hasse dich! Kaffeebohnen kann man nicht essen, oder? Ne, kann man nicht. Sehr schön. Fangen wir jetzt mit den Dingern an. Ist mir auch egal. Easy, wir haben es geschafft. Alles leer. Yay! Woo. Gut, dann gucken wir jetzt hier gleich mal durch. Ja, doch. Wegen Upgrades. Achso, kann ich doch wieder ausschalten hier. Braucht keiner mehr. Ach, danke dafür. Ja, wie vermutet, hier sind nirgendwo Upgrades. Würde auch keinen Sinn machen. Warum ist das Ding immer nur ein Pixel breit? Also von der Textur her. So, gucken wir mal auf der Seite auch nochmal schnell durch hier. Da haben wir auch bisher nur das erste Abteil kontrolliert. Ob da noch irgendwas rumschlummert. Aber es sieht alles relativ gut aus. Ich schlage gleich hier irgendwas zur Brei. Zur Brei, ja. Zu Brei. Gut, dann betrachte ich das Ganze als abgeschlossen. Also zumindest hier das rausholen, das auslagern. Ich muss jetzt halt dennoch im neuen Lager einlagern. Tja, damit war das Lager zur längsten Zeit in Benutzung. Ab jetzt ist es in Rente. Und es sieht immer noch genauso hübsch aus wie damals. Wie herrlich, wie schön. Sehr nice. Sehr, sehr, oh, sehr, sehr nice das Ganze. Fliege ich jetzt sogar schon vom Gelände, Alter. Zum Glück nicht nach links, denn wenn wir jetzt nass geworden. Und das während wir Kaffee und Kakaobohnen in den Händen halten, ist nicht so eine gute Idee. Schätze ich mal. Ja. So, müssen wir eigentlich von hinten anfangen? Machen wir da irgendwas? Achso, Ding habe ich komplett vergessen. So, hier müssen wir später noch gucken. Warum ist da eigentlich. Ach Quatsch, ich schon wieder. Ich wollte jetzt hier die Blätter reinmachen, aber falsches Lager. Haha.
nachher, wenn ich hin. Ja, genau, hier die ganzen Blätter. Brauche ich denn noch Upgrades? Glaube ja. Oder habe ich hier schon welche drin? 3%? Ne, habe ich schon welche drin. Okay, sehr gut. Kann ich ja einfach hier reinpacken. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt soweit alles geschafft. Die Upgrades packe ich nochmal schnell hier bei mir ins Inventar rein. Beziehungsweise oben in die Kiste. Gott, die haben jetzt halt massig so eine Upgrade. Scheiße. Gut, was wir auf jeden Fall in der nächsten Woche machen müssen, habe ich jetzt komplett vergessen, dass ja auch noch ansteht, die Kisten hier entsprechend einsortieren. Also, das, was einzusortieren ist, natürlich nur. Aber eben, das müssen wir auch noch machen. Und wir müssen jetzt gucken, wo wir die ganzen Upgrades hinpacken. Da habe ich natürlich richtig schön mitgedacht. Jetzt fliegen die ganzen Dinger hier überall rum. Ich möchte einfach nicht sterben. Weißt du, da machen wir extra Lager, damit überall Platz ist. Und jetzt ist wieder alles voll. Nice. Nice. Einfach nice. Ja. Aber man sieht schon, ne, unten das Lager, das hat sich echt gelohnt. Wir haben jetzt zwei Lager nicht mal, also wirklich bei weitem, nicht mal zur Hälfte voll. Weil, ich meine, das hier ist zwar jetzt schon so voll, wie davor war, aber hier ist überall noch Platz, hier ist noch Platz. Also, ja, das ist hier, also wir haben insgesamt, boah, weiß nicht. Also mindestens das Vierfache an Lagerkapazität innerhalb dieser drei Lager. Ich würde sogar fast sagen, das Fünffache an Lagerkapazität. Müsste man vielleicht mal nachrechnen. Aber irgendwie so dabei rauskommt, tun wir schon. So bei vier- bis fünffachen an Lagerkapazität. Hart ist schon heftig. Und vor allen Dingen jetzt auch, ne, schön drei Lager, das ein bisschen getrennt ist. Und vor allen Dingen, dass ich halt pro Lager nicht so einen langen Weg habe. Wenn jetzt die drei Lager, wie gesagt, hintereinander gewesen wären und ich dann an das letzte ran wollte, hätte ich erstmal 3 Stunden laufen müssen. Dann wäre, wie gesagt, der Weg da hinten hin genauso lang gewesen. Ja. Von daher, so wie wir es gemacht haben, ist es schon ganz gut. Ich denke mal, haben wir schön gemacht. Irgendwie mit dem Gamma-Wert sehen die ganzen Farben anders aus. Warum ist das so? Scheiß optische Wahrnehmung, ey. Na gut. Gut, dann würde ich mal sagen, by the way, eine gute Position. Direkt mal einen Screenshot machen. ja. Bis zur nächsten Folge. Also beziehungsweise bis zur nächsten Woche. Joa. Ja, 262. Sehr schön. Was eine hässliche Zahl. Aber ja, die ganzen schönen Zahlen sind jetzt vorbei. Jetzt kommen nur noch hässliche Zahlen. 263. Wobei 263 und 264 sind zumindest Zahlen, die Mediendesignern, Medientechniker, whatever, ein Begriff sein sollten, ne? Wenn man da jeweils noch ein H vorklatscht, ne? H263, H264, gut. So gesehen ist auch das hier eine gute Zahl, weil H262 gibt es auch. Genauso wie H261. Wobei H261 ist, glaube ich, kein Videocodec. Das ist 261, war, glaube ich, ein Container. Eine Containerspezifikation. Gott! Also das hier ist ein sehr altes Videoformat. 263 ist ein etwas neueres Videoformat, was damals in Handys genutzt wurde. H264 sollte jedem ein Begriff sein. Das ist das, was in MPEG-4-Dateien drin steckt. Also dieses sogenannte AVC. Nein. Dieses AV1, dieses Audio-Video. Nein, das ist anders. Doch, das wird ab und zu mit AVC abgekürzt. Mit AVC1. Oder war das wieder was anderes? Aber es gibt ja jetzt auch ein neues Videocodec, dieses wie heißt das? Das heißt direkt AV1, ist quasi der Nachfolger.
Und AVC1 war, glaube ich, ein Alias für H264. Wenn ich mich da jetzt nicht ganz was Böse durcheinander bringe. Also, ja, wieder gefährliches Halbwissen. Aber ja, die Zahlen H260-Reihe sollten jedem Mediendesigner oder Medientechniker durchaus ein Begriff sein. Und by the way, H265 ist ja das ganz neue Format. Das, was ne, H264 ablöst. Man erkennt die Logik dahinter, die Zahlen steigen einfach immer weiter an. So ist die geheime Logik dahinter, die keiner erraten dürfte. Und ich hab's erkannt. Ja, meine Mama ist stolz auf mich. So, längere Rede gar keinen Sinn, vor allem das letzte hat überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Bis dann, bis nächste Woche. Tschüss.